noch frische Morgen. Wir warten eben auf die Preisverleihung des Friesian Challenge Cups. Das ist ein Dressurwettbewerb. Auf der Seite im Katalog 76, auf Seite 76 des Katalogs, können Sie die 8 Finalisten, die heute teilgenommen haben an diesem großen Finale, noch einmal sehen und nachlesen. Es waren 8 Stuten und 8 Hengste bzw. Wallache. Es gibt also jetzt gleich einen festlichen Moment, denn dies war der letzte Friesian Talent Cup, den wir ausrichten. Ich darf Sie alle herzlich willkommen heißen hier zur Preisverleihung unseres allerletzten Friesian Talent Cups. Die Finalisten und ausgewählten Gewinner der Stutenwettbewerbe darf ich schon einmal wieder auf die Bahn bitten. Ich würde auch die Besitzer und Züchter dieser 3 Stuten zu uns bitten. Oder sich zumindest schon einmal bereit zu machen, denn die Preise werden so vergeben. Wir sind noch ein wenig am Sortieren hinter den Kulissen. Wir warten noch eben, bis sie sich zu uns gesellen können. So, da sind unsere Top 3 Stuten. Malou vom Friesenhof Altmark mit Reiterin Sabine van der Loenhorst, Mishi van der Sprong mit Reiterin Fleur van Kempen und Magnifique van Stel Brandsma mit Reiterin Monique Brandsma. Dies ist leider die letzte Ausgabe des Friesian Talent Cups.
darum war es sehr schön, dass wir auf dieser Hengstenkörung unser Finale ausüben durften. Nach 9 Jahren gibt es jetzt keine weiteren Friesian Talents mehr für die 3-jährigen Dressurtalente. Wir sind unsere eigene Stiftung gewesen und kein Teil des KFPS. Wir haben mit verschiedenen Selektionstagen im ganzen Land diese Vorwettbewerbe ausgeritten. Und ich möchte mich bedanken, dass ich diesen Friesian Talent Cup organisieren durfte. Wir haben in 2015 angefangen, nachdem der Vorläufer dieses Wettbewerbs nicht mehr stattgefunden hat. Wir haben mitgeholfen, die Dressurwettbewerbe weiter auszuarbeiten und zu starten. Der Friesian Talent Cup ist vor allem bekannt, weil er so zugänglich ist. Jeder kann mitmachen, wenn er möchte. Vollkommen egal, ob man Hobbyreiter ist oder professionell. Es geht um die natürlichen Talente der Pferde. Die sollen beurteilt werden. Der Wettbewerb ist weiter gewachsen und gewachsen in den letzten Jahren. Wir glauben auch, dass viele Züchter diesen Wettbewerb als einen schönen Wettbewerb und eine gute Möglichkeit, sich zu präsentieren, angesehen haben. Wenn die Frage gestellt wird, bin ich eigentlich gut genug, um am Friesian Talent Cup teilzunehmen, dann ist die Antwort immer ja. Denn es ist der Friesian Talent Cup, jeder darf mitmachen. Es geht darum, die Talente des Pferdes zum Ausdruck zu bringen. Wir würden auch gerne allen Sponsoren danken und allen Menschen, die sich für Sportpferde einsetzen. Mittlerweile besteht unser Vorstand aus 3 Leuten, denen wir auch gänzlich danken möchten. Unsere Stabfotografin Ingrid dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Die steht ja auch bereit, um Fotos zu machen. Ich denke, dass wir alle wissen, wer sie ist, denn unsere Facebook-Berichte hat sie auch immer mit Fotos ausgestattet. Was hier zu diesem Anlass natürlich auch gut ist, auch in diesem Event zu erwähnen, ist, dass einer unserer allerersten Gewinner im Friesian Talent Cup Jahre später dann doch auch noch als Zuchthengst ins Stammbuch eingeschrieben worden ist. Viele unserer Gewinner haben später Sternprädikate oder AAA-Sportprädikate einfahren dürfen. Und ich denke, dass das auch deutlich anzeigt, wie gut dieser Wettbewerb ist für die Dressurtalente. Corinne van der Bins und Leni van Aach haben diesen Wettbewerb 2-mal gewonnen. Und jemand, den ich eventuell an diese wundervolle Reihe zufügen kann, ist jemand, den wir später sehen bei den Hengsten. Die schrägsten Editionen, die wir organisiert haben, waren natürlich die von 2020 und 2021. Durch die Pandemie, die Corona ausgelöst hat, mussten wir die Finale anders ausführen als normalerweise. Teilweise analog und teilweise digital. Denn zu dem Zeitpunkt, dass wir die Finale ausreiten mussten, war bereits ein Code Orange ausgesprochen worden. Wir möchten auch unserer Jury danken, die unsere Kombination immer sehr fachmännisch beurteilt hat. Und auch allen Reitern möchten wir danken, die oft, auch wenn sie nicht weitergekommen sind, mit einem Lächeln nach Hause gegangen sind. Vielen Dank. Dann geht es jetzt weiter mit der Preisverleihung in der Rubrik Studen.
Heute haben verschiedene Juroren diese Kombination beurteilt. Bart Bax ist leider jetzt nicht mehr hier, der war heute als Gastjuror da, aber muss aus persönlichen Gründen wieder nach Hause. Im Allgemeinen können wir sagen, dass wir qualitative, hochwertige Pferde gesehen haben, die auch hervorragend vorgestellt worden sind durch ihre Amazonen. Auf dem dritten Platz haben wir ein Pferd platziert, das einen schönen Schritt hat sehen lassen. Ein sehr schöner Viertakt. Im Trab hatte diese Stute einen schönen Abdruck. Aber sie dürfte mit dem Kopf ein wenig höher traben dürfen in Zukunft. Im Galopp sehr raumgreifend und eine gute Technik. Auf dem dritten Platz haben wir Magnifique van Stal Brandsma mit Monique Brandsma gesetzt. Dann bleiben noch zwei Kombinationen übrig. Ich werde ein wenig erklären zu diesen beiden Kombinationen. Und dann werden wir den Meister und den Zweitplatzierten bekannt geben. Beide Pferde sind korrekt vorgestellt worden. Sehr gute Basis. Schritt sehr raumgreifend, Trab auch weit und mit viel Souplesse. Ein sehr aufrechter Galopp. Die zweite Stute hat auch eine wundervolle aufrechte Haltung sehen lassen, einen raumgreifenden Schritt. Wir hatten im Halbfinale einen Tipp gegeben und der ist tatsächlich auch zur Umsetzung gekommen. Im Trab ein sehr guter Gebrauch des Hinterbeins und im Galopp eine sehr gute Technik. Sie springt sehr schön. Und um eine etwas höhere Note zu bekommen, könnte eventuell mehr Kraft eingesetzt werden im Galopp. Unsere Meisterin ist Malou vom Friesenhof Altmark mit Sabine van der Loonhorse. Damit wird zweitplatzierte Mies Eye van der Sprong mit Fleur von Kempen. Wir würden die Besitzer und Züchter gerne zu ihren Pferden bitten und dann werden wir die Preise verleihen. Unsere Meisterin ist Malou vom Friesenhof Altmark, zweitplatzierte Mies Eye van der Sprong und auf dem dritten Platz Magnifique van Stal Brandsma. Ja, dann haben wir da die Züchter stehen. Es gibt die Meisterin Malou vom Friesenhof mit Sassine van der Loonhorse, die zweitplatzierte Mies Eye van der Sprong mit Fleur van Kempen und die drittplatzierte Magnifique van Stal Brandsma mit Monique Brandsma. Züchter von Malou vom Friesenhof Altmark sind gleichzeitig auch die Besitzer des Meisterpferdes D. Elling und P. Elling aus Klötze. Natürlich werden auch die Pferde ausgezeichnet. Malou, eine Tochter von Tide 501. Mutter ist eine AAA-Sportmodellstute. Und eine Tochter von Wolfert 467. Wie gesagt, Besitzer und Züchter sind D. und P. Elling aus Klötze in Deutschland.
Unsere zweitplatzierte Mies I. van de Sprong ist eine Tochter von Tön 505. Die Mutter ist eine Tochter von Pier 448. Züchter Fleur von Kempen und Ellen von Kempen. Und Besitzer ist L. von Kempen aus Reikefurt. Unsere drittplatzierte Magnifique van Style Brandsma ist eine Tochter von Ulbron 502 und Antje L., eine Tochter von Olof 315. Und Züchter sowie Besitzer sind A. Brandsma und M. Brandsma van der Wey aus Witmarswim. Dann machen wir jetzt noch ein schönes Foto von unseren Meisterinnen und zweit- und drittplatzierten des Frisian Talent Cups. Das ist nämlich der Moment für die Züchter und Besitzer, um hier einen Preis einfahren zu können. So, dann sehen wir hier noch einmal unsere Meisterstute Malou vom Friesenhof Altmark. Gut, dann dürfen die Züchter wieder zurück. Wir drehen noch eine Ehrenrunde mit Musik. Malou vom Friesenhof Altmark, Mies I. van de Sprong und Magnifique van Stahl Brandsma. Klatschen Sie gerne mit. Dann bitten wir die drei Hengste nach vorne auf die Bahn, die wir eher ausgewiesen haben. Die Mutter unserer Meisterin, Malou vom Friesenhof Altmark, hat mit drei auch diesen Wettbewerb gewonnen. Und dann also ihre sämtlichen Dressurtalente ausgesprochen gut weitergegeben an die folgende Generation. Für die Hengste und Wallache werden jetzt gleich auch drei Kombinationen hier die Bahn betreten, nämlich Matti van Dölfe, geritten von Mareike Bullen, Olaf van Ofer van den Graaf, geritten von Jana Kess und Orion of Sturzmannsgrad mit Fei Brünting. Die dürfen jetzt auch die Bahn betreten und dann werden wir, ähnlich wie gerade, Meister und Zweit- wie Drittplatzierte bekannt geben. Die Hengste dürfen die Bahn betreten.
Wir werden euch nicht lange auf die Folter spannen. Wir gehen in die Preisverleihung. Im Allgemeinen sehr schöne Tiere im Exterieur und hervorragend vorgestellt hier heute. Auf dem dritten Platz haben wir ein Pferd platziert, das sehr korrekt vorgestellt worden ist. Schritt war für uns das Highlight in dieser Kombination, ein wundervoller Viertakt, sehr viel Körpergebrauch. Im Trab raumgreifend und genug Technik. Er könnte den Hals etwas balancierter strecken. Im Galopp ein guter Dreitakt, sehr gut gesprungen und viel abgedrückt. Auf dem dritten Platz haben wir Olof von Olof den Raaf mit Jana Kess gesetzt. Und auch hier gilt natürlich, dass Züchter und Besitzer hier in der Gegend bleiben und in der Nähe bleiben, damit wir ihnen die Preise überreichen können. Dann werden wir auch jetzt die Nummer 1 und Nummer 2 noch ein wenig besprechen. Auf Platz Nummer 1 hat die Jury ein Pferd gesetzt, das hervorragende Ausführungen hat sehen lassen und gut vorgestellt worden ist. Ein sehr aktiver Schritt, sehr raumgreifend. Könnte doch etwas freier schreiten im Schritt. Trab, eine gute Balance und gute Technik. Und beim Halsstrecken eine auffallend gutes Bild abgegeben. Ein guter Abdruck im Galopp. Und das zweite Pferd hat sehr viel Ausstrahlung. Einen sehr guten Takt im Schritt. Für eine etwas höhere Note könnte er mehr durch den ganzen Körper schreiten. Im Galopp gut gesprungen und gut Abdruck. Unser Meister ist geworden Matti P. van Dülfe mit Reiterin Mareike Buhlen. Und damit wird unsere zweitplatzierte Orion Afsporte Moscherat mit Fei Brünsink. Meister ist geworden Matti P. van Dülfe, die Startnummer 10 mit Reiterin Mareike Buhlen. Züchter und Besitzer dürfen sich wieder zu ihren Pferden gesellen, um die Preise in Empfang zu nehmen. Meister ist geworden Matti P. van Dülfe, ein Sohn von Pier 448 und der bekannten Stute Imkje van Panhuis, eine AAA-Referentenstute aus Jasper 366, gezüchtet von WPH van Tilburg in Weiken-Arburg. Und im Besitz von der Stuterei Galopper, dem Gestüte Galopper, in Berkel in Roderijs. Züchter und Besitzer, kommen Sie gerne dazu. Unser Zweitplatzierter ist Orion auf Smolteschreit mit Fei Brünsing heute hier gewesen. Ein Sohn von Ulbrand 502 und Vicky, einer Tochter von Hessel 480. Gezüchtet von der Stuterei Sorte Moschreit, durch der Stuterei Sorte Moschreit. Und im Besitz von Ache Ockema in Sigriswoude. Drittplatziert ist Olof van Over den Graaf, hier heute präsentiert mit Jana Kess, ein Sohn von Tjebbe 500, Tjebbe 500 und Wopke, einer Tochter von Hessel 480, gezüchtet von Peter Hahn in Brest und im Besitz von Jana Kess in Hantem Heisen. Wieder ein sehr schönes Bild hier bei uns auf der Bahn. Lachende, strahlende Gesichter. Was ist der Pferdesport schön? Und all diese Pferde und Reiter haben sich so gut präsentiert in den Vorrunden, im Halbfinale und auch heute hier im Finale.
Und das ist dann der Jahrgang 2020, den wir hier sehen. Und so werden unsere friesischen Dressurpferde immer moderner und moderner. Und dann fehlt nicht mehr viel, bis sie am Dressur Grand Prix teilnehmen können, indem wir immer mehr Friesenpferde sehen. Meister ist also Matti P. van Dülfen. Ein sehr bekannter Züchter von Tilburg. Den Namen haben wir schon öfter gehört. Und im Besitz des Gestüts Galoppa in Berkel und Rodenreis. So, da werden die Fotografen glücklich mit diesem wunderschönen Foto. Hier auf der Hengstenkörung der KFPS, die dieses Jahr 145 wird, die KFPS, Koninklijk Friespaardenstammbuch, die königliche Vereinigung des friesischen Pferdestammbuches. So, dann werden wir gleich bitten, die Züchter und Besitzer wieder von der Bahn zu gehen. Aber erst möchten wir Ihnen natürlich noch einmal herzlich, ganz herzlich gratulieren. So, die Fotos haben wir gemacht. Dann dürfen die Züchter und Besitzer die Bahn verlassen und es wird eine Ehrenrunde geritten. Musik ab und dann kommen sie. Unser Meister Matti P. van Dülfen, der zweitplatzierte Orion of Smortems Rad und unser drittplatzierter Olop van Ofer, den Graf. Dann möchten wir bitte beide Meister, sowohl der Stuten als auch der Hengste, noch einmal zurückbitten und dann gibt es noch eine meisterhafte letzte Ehrenrunde. Und dann möchten wir Ihnen schon mal ein wundervolles Restwochenende wünschen. Die ersten zwei Champions, die ersten zwei Meister haben wir hier schon gesehen. Und ich hoffe, dass das restliche Wochenende für Sie genauso wird. Also wenn die Decken auf den Meisterpferden platziert sind, bitte so schnell wie möglich zurückkommen. Denn wir müssen natürlich um 14:45 mit der zweiten Besichtigung fortfahren.
Dann kommt gleich auch unsere wundervolle Meisterschaftsmusik und dann dürfen unsere beiden Meister eine Ehrenrunde drehen. Sogar mehrere Ehrenrunden, wenn sie möchten. Und dann hoffen wir, dass Sie im Publikum für uns klatschen und unsere Meister gebührend feiern. Die zwei Top-Pferde des Frisian Challenge Cup. Matti P. van Dürfe und Malu vom Friesenhof Altmark. Dann möchte ich von ganzem Herzen dem Team des Frisian Challenge Cup bedanken und beiden Champions, nämlich Malu vom Friesenhof und Matti P. van Dülfe, noch einmal herzlich gratulieren. Das war die letzte Edition des Frisian Challenge Cup. Und wir machen jetzt weiter mit der dritten Gruppe in der zweiten Besichtigung der jungen Hengste. Und das sind die Nachkommen von Alvin 469, Jaue 485, Eise 489 und Omer 493.